Er ist seit 17 Jahren Polizist. Zentrale 102. Sie sind mitten in der Ausbildung und kommen an ihre Grenzen. Ein Beinschlag nach dem anderen. Nicht im Griff haben, das habe ich eigentlich nicht gern. Oh, da liegt jemand. Dann ist der Körper mir so entgegengerollt. Go! 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 Stopp, Polizei! Ein mit einem Messer bedroht worden. Jetzt pressiert es, wie so häufig im Alltag von Yves Chapuis von der Polizei Basel-Landschaft. Ja, okay, und der Meldeerstatter ist im Gebiet von der Migros. Wie viel hat dieser Alltag mit den Vorstellungen von seinen jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun, die neu in den Beruf einsteigen? Er hat zu euch gesagt. Okay. Und dann habe ich den Unbekannten plötzlich eine Waffe gezogen. Eine Pistole raus und hat sie gegen euch gerichtet? Ja. Ah, ja. Ja, verstanden. Also, wir haben Kontakt mit dem Meldeerstatter, weil er seine Frau abholen. Dann hat er Kontakt mit einem grossen Mann, 2 Meter gross, rote Jacke, schwarzes Baseballcap und schwarze Jogginghose. Und hat dann eine Waffe gezogen und ihn bedroht. Was ist da hinten los? Was ist da hinten los? Wo kommt das? Bedroht der Mann mit der Waffe in dem Moment weitere Personen? Zentrale 102. Ist alles gut, oder was? Nein, was? Entschuldigung. Wegen dem schreit er so rum. Entschuldigung. Macht das nicht? Halt! Hey. Okay. Jugendliche, die auf dem Handy Fußball geschaut und sich über ein Goal gefreut haben. Das passt jetzt ganz zum Fall, super. Ja, das können sie natürlich nicht wissen. So, also. Die haben geschrieben, weil es ein Goal gegeben hat. Irgendwie. Also, hören die melden mich bei euch, sobald wir mehr wissen. Wegen Anzeige und so weiter. Okay. Kontakt an Daniel mal. Und alles weiter schauen wir dann. Wir können jetzt auch schauen, ob wir ihn feststellen können. Ich denke, dass wir hier jetzt mal schnell schauen und sonst noch aufs Fahrzeug gehen. Ja. Wo ist der Mann mit der Waffe? Jetzt sind wir uns. Wir sind ein bisschen im Hauseingang. Sonst gehen wir wirklich aufs Fahrzeug. Dann schauen wir mal, ob wir etwas antreffen. Ja, der kann überall sein, gell? Ja. Das ist schön. Ich fahre rum und dann. Ja, machen wir eine Runde. Genau. Der Yves Chapuis und sein Partner fahren im Auto weiter. Hey, das ist so speziell. Da will seine Frau abholen. Und nachher zeigt er meinen so den Vogel und zieht eine Waffe. Aus welchem Grund? Er hat nicht irgendwie eine Geldforderung gemacht oder irgend sonst etwas oder sonst Gewalt da. Kein Grund. Also es ist nicht plausibel, das Ganze. Der Yves Chapuis sucht vergeben weiter. Der Mann mit der Waffe ist spurlos verschwunden. Das Luzerner Seetal. Da lassen die Polizei Basel-Landschaft und 10 weitere Kantone aus der Zentral- und Nordwestschweiz ihren Nachwuchs ausbilden. Heute steht die sogenannte Kaltwasserübung auf dem Programm. Von dieser Herausforderung haben viele grossen Respekt. Ich bin auch ein bisschen nervös. Gespannt, was einen erwartet. Ich habe jetzt noch nicht ins Wasser gelangt, aber es wird denke ich, im ersten Moment schon ein kleiner Schock sein. Aber zuversichtlich, dass das klappen wird. Also, Nando, gehst rückwärts, nachher langsam ins Wasser runter und konzentrierst dich einfach auf Schnaufen. Mhm. Dass du wirklich langsam einschnaufst und beim Ausschnaufen kannst du die Luft ein bisschen in den Schnull pressen. Und einfach nicht aufs Kalte konzentrieren, sondern nur aufs langsame Schnaufen. Und dass du ganz ruhig bleibst. Schön langsam runtergehen. Und runter. Gut ein- und ausschnaufen. Sehr gut, Nando. Und dann kannst du zum Simmer schauen. So, Nando. Schau mich an.
ruhig schnaufen, nur flüssig schnaufen. Schau mich an. Langsam schnaufen. Jetzt ist besser. Okay. Alles klar, Nando? Wir schwimmen los. Alles klar. Zügig schwimmen. Einfach dein Tempo behalten und Atmung kontrollieren. Das Wichtigste. Ja, ganz tief auf deine eigene Atmung hören. Das Wasser ist 3 Grad kalt. Die Aufgabe von Baselbieter Nando Wietrich, er soll aus 2,5 Meter Tiefe eine Puppe aufholen. Sehr gut, Nando. Was ist los da? Szenario: Die Puppe steht für ein 4 Jahre altes Mädchen, das ins eiskalte Wasser geht und am Vertrinken ist. Jetzt gehst du raus mit dem Wein und kannst sofort reanimieren, wenn du Wasser kommt. Ja. Nando Wietrich muss die Puppe an Land bringen, den Funkspruch absetzen und dann sofort mit der Wiederbelebung anfangen. Merci. Super. Jawohl. Meldung. Die Zentrale von Patrouille 1. Wir haben ein 4-jähriges Mädchen, das in See gefallen ist. Wir müssen von 20 Metern vom Seeufuss 2,5 Meter Tiefe holen. Für jetzt mit der Reanimation an. Super, das ist perfekt. Perfekt. Gut. Bevor ich durch, habe ich eine gute Erfahrung gesehen. Also, das darf man schon nicht unterschätzen, das kalte Wasser. Ich habe gerade im ersten Moment, ich denke, dass ich es besser unter Kontrolle hat, schnaufen. Aber gerade im ersten Moment habe ich dann schon gemerkt, wie die Stockatmung kommt. Und ja, dann haben wir schon eigentlich wirklich an der Nase nehmen und sagen, so, jetzt musst du dir Mühe geben, sonst wird es nichts. Jetzt bin ich froh, es ist gut gegangen, ich bin zufrieden. Tipptopp. Okay, also, bist du bereit? Ja. Jetzt ein kleiner Tipp noch. Ja, dazu mach noch den zu, dann läuft man nicht immer das Wasser oben rein, wenn du schwimmst. Dann hast du nachher die Konvektion wieder, dass dir immer alles in die Form oben reinläuft und da ist das kalte Wasser mal ein bisschen abgehauen. Also. Okay. Viel Erfolg, gell? Jetzt gehe ich einfach so rein. Ja, jetzt drehst du dich um. Dreh dich um. Genau, jetzt gehst du auf die Knie zuerst. Okay. Jetzt lass dich nachher so in die Hüfte. Du stemmst dich in die Hüfte, mit den Füßen von innen. Okay. Ja, genau, so. Ja. Am Boden legst du. Jawohl. Wow, shit, ist das krass. Langsam reingehen, denk an die Atmung. Langsam runtergehen. Schau zu mir, schau zu mir. Jana, schau zu mir, schau zu mir. Schau zu mir. Schnaufen. Für die Baselbieterin Jana Stierli ist die Kaltwasserübung eine Tortur. Okay, also weißt du, schön beruhigt, dass du am Anfang, wenn du unter Wasser bist. Probier dann noch einmal. Bei ihr ist heute ein Wurm drin. Auch die Puppe, die sie aufholen soll, verwischt sie nicht beim ersten Mal. Schön ruhig. Ein Beinschlag nach dem anderen. Für Diana Stierli ist die Kaltwasserübung eine traumatische Erfahrung. Als ich dann in meinen Körper reingekommen bin, bin ich so ein bisschen zusammengebrochen in mir selber. So ein bisschen, auch vielleicht Todesangst oder so. Oh je, ist der irgendwie jetzt? Oder was passiert? Ich schaffe das nicht. So. Es sind so viele Gedanken in meinem Kopf durch, ich schaffe es nicht. Wieso mache ich das jetzt? Und, soll ich aufgeben oder nicht? Nein, komm, ich kann nicht aufgeben. Jetzt muss ich noch zu ihm aufschauen. Und, ja, dann sind einfach Tränen gekommen. Ich konnte sie auch wie nicht mehr selber stoppen. Sie sind einfach gekommen. Vielleicht hat es das auch gebraucht, oder? Ich weiß es nicht. Tessin, der Jana Stierli, ihre Kraftort. Ihre Familie hat hier ein Ferienhäuschen. Die Kaltwasserübung hat die 22-Jährige, die sonst immer so souverän wirkt, an ihre Grenzen gebracht. Ja, ich denke, es gibt sicher Situationen, in denen ich auch durchaus Schwächen habe. Nicht im Griff habe, das habe ich eigentlich nicht gerne. Ich habe es doch gerne im Griff.
man kann nicht alles perfekt meistern. Jeder hat seine Schwächen. Und ich finde es auch schön, wenn man seine Schwächen einmal zeigen kann. Wenn man zugeben kann, hey, da bin ich jetzt auch nicht gut. Und es ist auch wichtig, die Schwächen zu erkennen, dass man in Ernstsituationen weiss, hey, da muss ich jetzt aufpassen, oder? Diana Stierli ist für ein verlängertes Wochenende ins Tessin gereist. Zusammen mit ihrem Partner, der sich noch gut an den Abend nach der Kaltwasserübung erinnert. Und dann habe ich, als ich dann zu ihr kam, gesehen, dass da noch zwei Videos dabei waren, wie das genau abgelaufen ist. So ein bisschen. Und dann ist mir natürlich schon der Laden runter, wo ich sehe, wie sie da müssen kämpfen und wie das zu und her gegangen ist. Und ich habe nicht ganz so wirklich begriffen, wie kalt das Wasser da unten wirklich ist. Und ja, also, ich war dann schon ein bisschen schockiert gewesen. Aber ich denke eben, es halt einfach ein harter Teil einer harten Ausbildung. Ja. Aber ich glaube, du hast schon ein bisschen geahnt, oder? Ich meine, du weißt ja noch, am ersten Tag. Ja, also du hast dich jetzt. Ich würde sagen, Vorfreude ist das falsche Wort, das du gehabt hast. Ja. Aber ich glaube, ich hätte mich mental eigentlich besser darauf vorbereiten können. Ich habe eigentlich immer eine negative Einstellung gehabt, oder? Ja, gut. Aber man kann sich nicht mental auf alles vorbereiten. Aber wir können nachher darüber reden, sagt Diana Stierli. Das sei wichtig für die Verarbeitung. Ja, sehr gerne. Ich habe uns das gerade so separat gestellt. Ja. An der interkantonalen Polizeischule Sitzkirch trainieren Nando Wüttrich und seine Kollegen heute den Einsatz des sogenannten geraden Einsatzstock, kurz GES. Ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, der GES diagonal platzieren. Horizontaler Block ist die Gefahr, dass wir abrutschen in den Halsbereich, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann, was wir nicht haben wollen. Sondern wir platzieren diagonal. Ach so, und dann diagonal und gestoßen. Der Nando Wüttrich lernt, wie man physische Gewalt einsetzt. Gleichzeitig muss er später im Ernstfall amix genau abschätzen, was verhältnismäßig ist. Und jetzt, aus der Angriffssachs raus noch. Bewegung ist gut. Ja. Ist gut. Jetzt tu noch aus der Angriffssachs raus. Da bleibst du in der Angriffssachs. Eben, seitwärts. Voilà. Ja. Also, wenn du verdrängt hast, jetzt bin ich aus der Angriffssachs raus. Fehleinschätzungen können fatale Folgen haben. Für ihn und für andere. Fehler können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Bei einer Auseinandersetzung oder bei einer Verhaftung. Ja, genau. Und jetzt noch ein bisschen spritziger, ein bisschen schneller. Ja, genau. Gerade aus der Angriffssachs raus. Sehr gut, genau. Und wieder zurück. Jawohl, genau. Und ganz wichtig, und das steht auch im Lehrmittel drin. Wir probieren, den GES zu behalten. Aber nicht um jeden Preis. Wenn ihr alles probiert und ihr mögt den GES nicht halten und ihr merkt, jetzt verliert ihr nächstens, dann macht ihr gescheiter den, den wir hoffentlich nicht müssen brauchen. Gut. Aber wenn sie es doch brauchen, müssen sie parat sein. Ja, gell, ja. Yves Chapuis muss einmal pro Jahr zur Schiessprüfung. Heute ist es wieder so weit. Wir schiessen grundsätzlich die Zone Torso, inklusive Kopf. Immer hier drauf schiessen. Wir schiessen 50 Schuss, ein Schuss, ein Punkt. Bestanden hat man, wenn man 40 Punkte hat. Bereit! Wer die Prüfung nicht besteht, der darf nicht mehr in bewaffneten Einsatz. Die Linie ist frei, wir können 1 Meter vor schieben, wir warten es aus. Ja, drei nebendurch. Noch ein bisschen juffelt. Ich glaube, einer, der sagt, er ist nicht aufgeregt beim Schiesstest, der blöft gewaltig.
Nein, es ist schon eine Anspannung da. Ich weiss, dass ich schiessen kann, aber es ist gleich. Im Ernstfall sollen solche Schüsse töten. Drei Schuss, bereit! Bereit! Stopp, Polizei! Dani 43, Marco 46, Yves 47. Alle bestanden, gratuliere. Danke. Hörst du schon wieder. Ich heute jetzt hinterher gehen zum Manipulieren. Super. Tipptopp. Ja. 3 habe ich verschenkt, aber es hat gelangt. 47 Punkte von 50. Noch bin stolz. Super. Die Waffe war schon ein paar Mal da vorne, aber ich kann zum Glück noch niemals einen Einsatz machen mit der Dienstwaffe. Man tut sich natürlich mit dem auseinandersetzen, oder? Was ist, wenn ich das brauche. Aber insgeheim hofft man, dass man es natürlich nie in die Erfahrung, also nie die Erfahrung macht, dass man das muss anwenden muss. Es ist natürlich nicht angenehm, oder? Dann bist du mit dem Gesetz in Konflikt selber auch, oder? Weil, wenn man jemanden schwer verletzt, also sogar töten, dann ist das psychisch, mental natürlich eine riesige Geschichte zum Verarbeiten. Aber auch juristisch natürlich wird das aufgearbeitet. In der Schweiz schiesst die Polizei selten. Wer schiesse, steche mit einem Bein im Knast, heisst es unter Polizisten. Vorwärts! Go! 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 Vorne rechts. Spielt ihr gut? Ja. Okay. An der Polizeischule Zitzkirch trainieren die Baselbieterin Jana Stierli und ihre Kollegen heute für die ultimative Eskalationsstufe. Vorwärts! Go! 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 In einem Gebäude hat ein Amokläufer oder ein Terrorist angefangen zu schiessen. Wer zuerst vor Ort ist, muss eingreifen. In solchen Fällen geht es nämlich um Sekunden. Bis die Spezialeinheit kommt, ist vielleicht schon alles vorbei. Denkt daran, wenn das zweite hoch unterwegs sind, also im Team verschieben, alle schauen über die Schultern. Also machen sie immer gleich. Einfach funktioniert, alles andere funktioniert nicht. Tempo gut. Gut, Tempo. Gut. Jetzt langsam. Okay. Die angehenden Polizistinnen und Polizisten trainieren verschiedene Formationen. In denen würden sie im Ernstfall vorrücken. Halbzeit für Jana Stierli in ihrer Ausbildung. Wir haben in diesem halben Jahr sicher sehr viel gelernt. Wenn ich so an den ersten Tag zurückdenke, sehr eindrücklich für mich. Vom Theoretischen her, vom Praktischen. Wir haben wirklich sehr viel Wissen angeeignet. Im Ernstfall müssten Nando Wüterich und seine Kollegen versuchen, den Amokläufer oder den Terrorist so schnell wie möglich zu stellen und zu verschiessen, falls er sich nicht ergibt. Jetzt machen wir Kolle, oder? Nein, jetzt machen wir, wie wir es gelernt haben. Oh, ja. Willst du den gerade aufheben? Okay. Ich mach. Also, ich mach halt Polizei raus. Ja. Polizei raus! Türen heben. Türen heben, ja. Ich gehe rein. Das ist nicht, ich sehe nichts. Es ist hier eine Wand. Ich sehe nicht die Ecke hinterher. Du bist rum. Du hast nicht die Ecke gesehen? Nein. Die Fortschritte, die die Aspirantinnen und Aspiranten in den letzten Monaten gemacht haben, sind offensichtlich. Wir haben noch einige neue Themen, die wir behandeln müssen. Neue Prüfungen, also weitere Prüfungen, die kommen. Und, meines Erachtens ist jetzt die erste Bilanz eigentlich eine gute Basis. Und jetzt geht es dann an die komplexeren Fälle zum Lösen und Situationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das je brauchen, ist klein. Aber nicht bei null. Man muss einfach wissen, als Polizist muss man jederzeit die Fähigkeit haben, solche Eskalationsstufen bewältigen zu können. Im richtigen Moment können den Stresslevel hochzufahren. Richtig können zu funktionieren, das Richtige machen. Aber auch die Fähigkeit haben, natürlich im richtigen Moment oder in den meisten Momenten möglichst lang durchzuheben und dann nicht sich verrückt zu machen und nicht in jedem gerade Terrorist zu sehen. Ja, was ist genau das Problem? Der Fall ist so, jetzt wollen zuerst die Kontrollen entziehen bei uns.
Als ich ihn dann gestoppt habe, hat mir gerade direkt 100 Franken gegeben. Also für mich ist der Fall eigentlich erledigt. Okay. Was einfach ist, wir müssen Personalien erfassen, weil die Mehrfachtäterschaft bestraft wird. Jetzt geht es eigentlich nur um Personalien. Ja? Grüße, Sie davon. Danke, Kollege. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Guten Hallo. Grüß dich, Englisch. Der Schwarzfahrer sagt, er sei von Nigeria, wohne in Italien, besuche gerade Freunde in Frankreich und will in der Schweiz eins ziehen. Das ist ein Ausweis von Italien. Das ist eine Idee, ein Ding, ja. Eine Idee von Italien. Das ist ein Grenzausweis. Etwas. Bei uns mit Seimis nicht, er ist ausgeschrieben, er ist gar nicht. Eben. Oder von und unserer Seite. Ausweis der Dokumente. Ja, der Beruf hat er gezahlt. Ja, so. Dann ist es erledigt. Erledigt. Ja, das ist gut. Gut, danke. Gut, alles klar. Bis bald. Okay. Okay. Hey. Ja, ja. Nein, da haben wir es. Ja, genau. Für uns ist das erledigt hier in Alschwind. Wir können auf Biel Wengen fahren. Die Nachtschicht bleibt unspektakulär. Eine Lärmklage. Lärm. Sollte ich mal zum Ohren lassen. Ich höre nie Lärm, wenn es gemeldet wird. Die Anwohner haben wegen Jugendlichen reklamiert. Und unten hocken sie. Guten Abend, Rand. Hocken zusammen. Alles klar? Ja. Ja. Laute Musik, hä? Okay. Okay. Ist gut. Ja, es ist eine Meldung gekommen. Genau. Dass die Nachbarn nicht können schlafen. Ja, okay, Entschuldigung. Alles gut. Also ich sage jetzt, der eher grösste Teil sind schon so Sachen. Gerade jetzt ist Sommer natürlich, die Leute sind empfindlich, wie lange haben wir drinnen sein. Die Jungen wollen raus und jetzt kommen natürlich die Meldungen. Aber da haben wir natürlich auch Verständnis. Für beide Seiten. Aber vor allem für die Jungen, die jetzt auch raus wollen. Im Yves Schapwies im Alltag geht es viel um Bagatellen und nur selten um Leben und Tod. Bis er als Polizist seine erste Leiche gesehen hat, sind 3 Jahre vergangen. Er und seine Patrouillenpartnerin sind zum Haus von einer Frau geschickt worden, die plötzlich nicht mehr arbeiten gegangen ist. Man hat dann so durch eine Scheibe oben durch gesehen, dass dort der Körper liegt. Und dann wir sind allein dort und haben dann die Türen müssen aufbrechen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe nicht gewusst, was uns erwartet hat. Meine Kollegin hat die Aufgabe nicht machen und dann ist nur noch einer übrig geblieben. Dann habe ich die Türen aufgewacht und ist der Körper mir so entgegengerollt. Und das war schon sehr gruselig und ja, sehr ungewohnt natürlich. Aber man wusste durch die ganze Ausbildung vorher, was einem erwartet, also was kann passieren. Es war nicht vom Anblick nicht so schlimm gewesen, aber es ist gleich, es ist ein toter Mensch da und ja, es war schon sehr schräg gewesen. Um solche Situationen geht es heute an der Polizeischule Zitzkirch. Nando Wüttrich und eine Kollegin sind die Patrouillen, die vor Ort geschickt wird. Ist es hier? Ja. Erstes Jahr. Hallo. Grüß dich. Polizei Basel Landschaft, Wüttrich, mein Name. Könntest du schnell sagen, was ist passiert? Ja, ich habe meinen Nachbarn jetzt einfach so 2-3 Tage sicher nicht mehr gesehen. Normalerweise sehe ich den jeden Tag. Und fast jeden Tag. Okay, gehen wir schauen. Herr Burgener! Gute! Herr Burgener, seid ihr daheim? Was ist das? Das ist schon ein bisschen spässig. Ja. Ist gut? Ja. Herr Burgener? Oh, da liegt jemand. Nein, er ist steigert. Toter. Stinkt auch nach Verwesung. Ja, genau. Wir haben alles abgesperrt. Und warten weiterhin auf einen Arzt. Gut. Ab dem jetzigen Zeitpunkt ist der Leichnam eigentlich sichergestellt zuhanden vom Staat. Und der Staat untersucht den Leichnam und stellt fest, ob Spuren von einer dritten Wirkung da sind oder eben auch nicht. Todesart, das muss geklärt sein. Todesursache muss geklärt sein nach der Legalinspektion. Die Identität muss geklärt sein und der Todeszeitpunkt muss festgelegt werden. Ja, ich habe schon mal einen Toten gesehen, aber das war im Zusammenhang mit einem verstorbenen Familienmitglied, wo man dann halt noch das letzte Mal hätte Abschied nehmen konnte. Aber sonst habe ich noch nie jemanden tot gesehen. Also, hier sehe ich Alkoholkonsum. Hast du schon eine Flasche im Bett gelegen? Genau, Zigaretten. Eine Reihe hoch.
dass es etwas dunkel hat durch den Regal. Keine Gegenstände, soweit alles normal. Hätte ich auch eine Flasche in der Hand gehabt. Genau. So ein WC. Jetzt müssen sie nach möglichen Hinweisen suchen. Und in der Wohnung nichts mehr anders gefunden? Nein. Also ausser mehrere Alkoholflaschen haben wir sonst eigentlich nichts gesehen, die auffällig wären. Hier hinten ist noch ein Portemonnaie. Könnt ihr das schnell holen, hier auf dem Tisch? Was seht ihr, das Portemonnaie? Eben, ein leeres Portemonnaie könnte eine Variante sein für was? Ja, Raub. Das ist jetzt genau ein Raub. Geht immer vom Schlimmsten aus. Wenn ihr vom Schlimmsten ausgeht, werdet ihr keine Fehler machen. Dann habt ihr hoch angesetzt. Nach dem sterilen Rollenspiel bekommt der Tod jetzt ein Gesicht. Ein Psychologe der Kantonspolizei Bern zeigt Nando Wüttrich und seinen Kollegen Bilder von Leichen, die man schwer verdauen kann. Von Menschen, die sich zum Beispiel verschossen oder aufgehängt haben. Oder, was jetzt eben kommt, alles, was mit den Personenunfällen ist, eben Suizid durch Überfahren lassen vom Zug. Das ist auch nicht ein schönes Bild. Der Zug ist nicht schnell gefahren. Das sind jetzt noch grosse Teile. Ihr seht also, es verreist die Leute. Und nachher, was mache ich mir für Gedanken, wenn ich hier noch helfen muss, zusammenputzen? Und im Polizisten-Jargon sagt man dem Fötzeln. Wir müssen fötzeln. Da hier. Denke daran, wir Blaulichtorganisationen, wir haben einen brandschwarzen Humor. Ist das verboten? Nein, das gehört zur Verarbeitung. Genau, das gehört zur Verarbeitung, das gehört zur Psychohygiene. Das ist für einen auch wieder zu befreien. Jetzt, was einfach ganz wichtig ist, die Sprüche die dürft ihr schon machen, aber die müsst euch gerne überlegen, wo und in welchem Rahmen. Besonders sensibel müssen wir sein, wenn wir sogenannte Todesnachrichten überbringen. Also, für euch ist es so: Szenario. Hier unten auf dem Fußgängerstreifen ist ein Verkehrsunfall passiert. Fußgänger oder Fußgängerin ist auf dem Fußgängerstreifen vom Auto angefahren worden. Angefahren. Die Person ist aber so schwer verletzt worden, dass sie auf der Unfallstelle noch gestorben ist. Die haben herausgefunden anhand der Identitätskarte, das ist Frau Müller. Frau Müller ist verheiratet mit dem Herr Müller, sie haben keine Kinder, die wohnen hier in diesem Appartement. Gut, bist du bereit? Ja. Aha, gut. Polizei! Grüß dich, Herr Müller. Was ist passiert? Wüttrich, mein Name von der Polizei Basel-Landschaft. Das ist meine Patrouillenpartnerin. Ja. Grüß dich, Frau Müller. Grüß dich. Herr Müller, dürfen Sie mal kurz reinkommen? Wir müssen uns mit Ihnen unterhalten. Kurz. Ja, komm mit noch, aber ich hoffe, es geht nicht zu lange. Wisst ihr, wir haben heute Hochzeitstag und ich wollte hier etwas Schönes auftischen, da, zum Nacht. Erzähl, was ist passiert? Also der Grund, warum wir hier sind, Herr Müller, es hat sich vor einer halben Stunde einen Verkehrsunfall ereignet, wo Ihre Frau involviert war. Oh nein, ist sie schwer verletzt? In welchem Spital ist sie? Sie hat schwere Verletzungen erlitten und ist, muss ich Ihnen sagen, noch am Unfallort verstorben. Meine Frau? Yes, komm! Nein! Ich kann nicht sein, ohne meine Frau! Nein, ich will nicht sein! Stopp! Kommen Sie wieder rein, Herr Müller! Gut's! Kommt, wir hocken an, Herr Müller! Kommt, nehmen Sie Platz! Kann mir Ihnen etwas bringen, Herr Müller? Gut, merci! Ja. Wie geht's euch? Ja, es ist schwierig. Wir haben uns versucht, dir genug also am Ehemann genug Zeit zu geben, um das zu verarbeiten. Und dann ist es so ein bisschen schwierig, der Zeitpunkt, wenn ich dich wieder anspreche. Und nachher dann die Reaktion, die hat uns dann sehr erwartet? Nein, überhaupt nicht. Es sind zwei Varianten in einem.
kann beides passieren, dass eben wirklich jemand lang still ist. Und zwar, das hat es auch schon gegeben, die Person war 4 Stunden lang still gewesen. Wie lange ist es für euch vorgekommen? Ja, ewig. Ja. Da stirbst du 1000 Tode. Ja. Und ich kann nichts machen. Aushalten. Richtig. Und das ist verdammt schwer. Und das war jetzt nur 2 Minuten. Gewesen. Also ist das schon der richtige Ansatz, den wir hier verfolgt haben? Perfekt, perfekt, ja. Perfekt. Gibt es nichts Negatives? Cool gewesen. Nein, also Todesnachricht überbringen machen grundsätzlich bei uns Kadermitarbeitende, die die Funktion haben und geschult sind auf dem. Aber ich war auch schon dabei, das überbringen. Klar, das ist nicht schön und man versucht dann natürlich möglichst sachte an das anzugehen, aber irgendwann muss man es ansprechen und sagen. Und es braucht viel Zeit. Es kommen viele Fragen, oder? Warum, wieso, weshalb. Die Fassungslosigkeit im ersten Moment und die Ohnmacht. Und man versucht einfach möglichst empathisch zu sein und die Leute zu unterstützen in dieser schwierigen Situation. Der Yves Chapuy sagt, als Polizist müssen wir lernen, sich abzugrenzen. Und gleichzeitig dürfen wir nicht abstumpfen. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und auf die müssen wir eingehen. In diesem Fall auf einen jungen Mann, der bei einem Ladendiebstahl verwünscht worden ist. Jetzt sie. Ist da hinten das Büro? Ah ja, genau. Tipptopp. Jetzt sind wir. Was ist passiert? Also, er hat nur nicht eines Geld. Das ist Geld geworden. Das okay. Nicht. Und der Rest mit nur 2 Cola hat er in die Jackentasche reingekommen. Okay. Und dann rausgelaufen? Ja. Nach dem Teilzahlen dann mit dem Rest rausgelaufen? Nach der Kasse, jawohl. Okay, was sind wir bei 17.25 Franken? Personalieverbriefe, nicht das genau, Spiel. Genau. Und die Anzeige natürlich, ja, das müssen wir dann auch aufnehmen. Also, was habt ihr an Ausweis bei euch? Okay, und ihr hast die Maske anbeziehen, dass ihr das Gesicht seht. Okay. Ja, das ist der Führerausweis, Lärmfahrausweis, den ihr habt. Das ist gut. Was ich noch gesehen habe, Abi, ist Wiederhandlung BM, zweimal. Und einmal dort Gewalt, irgendetwas, Überletzung. Aber vielleicht BM noch schnell aussacken. Ja. Der ganze Aufwand wegen 17.25 Franken. Ja klar, es ist Peanuts. Da wird täglich in allen Einkaufszentren der Schweiz wird da, 1000-mal so viel zusammen gestohlen, aber es ist natürlich, es geht nicht, oder? Die Person haben wir durch unser System gelassen und haben festgestellt, dass noch andere Delikte schon passiert sind. Also es ist nicht einfach der erste Fall hier bei ihm. Und ich denke, das geht einfach nicht so. Ja? Da muss man ein Zeichen setzen. Durch den schnell abtasten. Genau. Bitte. Schnell eine Frage zum Einkommen. Da müsst ihr keine Angaben machen, wenn ihr nicht wollt. Was haben wir für ein Nettoeinkommen in Schweizer Franken? Keine Angaben. Es gibt natürlich verschiedene Menschen oder verschiedene Reaktionen auf die Polizei. Gewisse die sind sehr anständig, aber gewisse die dann auch ein bisschen rebellieren gegen das Vorgehen von der Polizei. Und da muss man einfach dann zeigen, wie das System läuft und da bestimmt auftreten und dann kann man miteinander arbeiten. Ja, ich mache es so schnell, wie ich kann. Ich mache nicht extra lang. Machen. Wenn es alles richtig ausfüllen, dann können wir das beenden. So, also wir hätten alles. Ja, es gibt eine Anzeige in der Staatsanwaltschaft. Von dort werden wir Bescheid bekommen. Es gibt einen Bus. Und eben allenfalls eine Massnahme oder eben ein Hausverbot vom Migros. Ja. Aber das ist Ihre Angelegenheit. Dann. Ja. Schauen, dass Sie das nicht machen. Ja. Weil es bringt euch nur einen Ärger, Umtrieb und am Schluss mehr Kosten. Ne? Ja. Gut. Ja. Alles klar. So. Okay. Gut. Weißt du den Artikel noch? Ja. 252. Ah. Ah, ja. Aha. Der Nando Wietrich ist in einem einmonatigen Praktikum in seinem Polizeikorps.
Das gibt jetzt einen Buß wegen Parkieren außerhalb des Parkfelds. Da haben wir jetzt schon mehrere gehabt und da parkieren sie auch immer wieder gern. Und dann ist es auch hier ein Stück weit unsere Pflicht, dass halt Ordnung auf der Strasse dementsprechend auch herrscht. Der angehende Polizist kennt kein Pardon. Ja. Ob ich ein Streber bin? Ja, ich versuche es. Die Schule so gut wie möglich zu sein und auch hier so viel wie möglich mitzunehmen und möglichst viel zu lernen. Für das bin ich hier. Und die 4 Wochen sind begrenzt und da muss ich jede Gelegenheit nutzen, um alles mitzunehmen, was geht. Polizisten sagen Wölfe, okay. Ist am Nando Wietrich am ersten Tag an der Polizeischule gesagt worden. Dorthin müsse auch er sich entwickeln. Ein Wolf geworden? Ja, das ist schwierig zu sagen. Langsam, aber sicher. Ja, braucht noch ein bisschen Jungwolf. He? Ein Jungwolf ist er. Nein, macht's gut. Bin zufrieden. Diana Stierli, die andere Jungwölfin, patrouilliert auch auf der Baselbieter Straße. Ist das da schön, dass blinke Zeugs keinen Sturm hat? Sie wird als Verstärkung für die Rettung von verirrten Kindern angefordert. Genauer für Entenkinder. Wir waren vorher auf der Straße. Ja. Okay. Jö. Da gerade hinter dem Hagen ist Grün 80. Dort hat es so grosse Weiher, wo die Entenfamilien halt drin sind. Und wenn sie den Spaziergang machen, fallen sie durch den Hagen, sind auf der Autobahn, kommen nie mehr drauf. Und schlussendlich sammeln wir sie dann so zusammen und bringen sie wohlbehütet wieder zurück. Ja, jetzt bin ich das erste Mal bei so einer Entenaktion dabei. Ja, ist eine herzige Sache grundsätzlich, oder? Schön, dass man denen helfen kann. Gut halt ein bisschen den Verkehr blockieren, aber ja, bringt ja nur Gutes. Nachher ist ja der Verkehr wieder frei und die können sicher wieder besser fahren. Der Plan ist jetzt, dass wir hier abziehen, ja. Fahren dem Jockeli unten durch und laden den Michi und den Biers unten wieder auf, dass er nicht wieder über die Autobahn drüber muss. Also, okay. Genau. Die Entenkinder sollen im Idealfall zurückgebracht werden zu ihrer Mutter, damit sie nicht vom nächsten Fuchs gefressen werden. Ja, ich konnte die Entenfamilie in der Schachtel einen Biersabend machen. Ich habe einen Moment gewartet, bis ich die Mutter oben dran gesehen habe. Und dann, als ich die Mutter in der Nähe gesehen habe, bin ich mit der Schachtel ganz ins Rändchen an, habe die Schachtel sauber angestellt und die Jungs konnten aussteigen und die Mutter hat sie wieder gefunden. Freitag, Feierabendverkehr. Alkoholische Getränke konsumiert werden. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie irgendwelche alkoholische Getränke konsumiert? Nein, nicht ganz was zu schaffen. Der Nando Wietrich sucht sogenannte Fiat-Fälle. Fiat bedeutet fahren in angetrunkenem Zustand. Ich mache Verkehrskontrolle gerne. Ja. Es ist ja, immer wieder eine Überraschung, halt, wer man antrifft in der Kontrolle. Und ich weiß nie genau, was auf einen zukommt. Und, ja, es fordert einem auch sehr viel Gespür ab, finde ich, halt eben zu erkennen oder zu einschätzen, wie die Person gegenüber ist, ob sie vielleicht etwas getrunken hat. Oder, ja. Der Kollege macht gerade einen Alkoholtest mit euch. Wann habt ihr den letzten Schluck gehabt? Vor einer halben Stunde. Halbe Stunde, okay. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. Ja, ja. Dann weißt du, wie es funktioniert. Ja. Aber wichtig ist, ohne Unterbruch 5-6 Sekunden reinpusten, damit nicht allzu fest. Ich habe es sonst. Ja. Perfekt, das haben wir schon. Jetzt sehen wir gerade das Resultat. Milligramm pro Liter. Das wären 0,7 Promille. Die Grenze ist bei 0,49 Promille. Ja, ist ein Bier, ich sage jetzt einmal, zu viel gewesen.
Jetzt ist es so, das ist ein Fiat Light, wie man dem so schön sagt. Das heisst, sie dürfen nicht weiterfahren und es gibt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Dampfer, ja. Wenn es so warm ist, so muss man aufpassen. Ja. In einer Zimmerei, das ist normal am Freitag zu oben. Ja, nein, bis. Das ist nicht das erste Mal, wenn ich in eine Kontrolle komme. Ja. Ja. Dann bin ich selber ein bisschen überrascht jetzt. Ja, ja, Kollege bereitet schon das Dokument vor. Ja. Also, das hier da hat damit zu tun, ob Sie den Wert anerkennen oder nicht. Also, das heisst, in Ihrem Fall, wo Sie sind, bis die 0,4, können Sie es noch anerkennen. Wenn Sie sagen, jawohl, der Wert von diesen 0,35, den wir jetzt gemessen haben, den anerkennen Sie. Ja. Wenn Sie sagen, nein, dann müssen wir auf den Posten gehen. Wenn wir dort eine Beweissicherung halten, Atemalkoholmessgerät. Sie haben auch die Möglichkeit, zum Blutprobe zu verlangen, wenn Sie das wollen. Wenn Sie sagen, jawohl, das ist für mich okay, ich akzeptiere das so, dann müssen Sie mir hier ein Ja rein machen und hier noch unterschreiben. Ja. Und hier noch unterschreiben. Genau. Genau. Dankeschön. Er muss sein Auto stehen lassen und darauf warten, dass ihn jemand abholt. Ob ich Mitleid habe mit ihm? Nein. Weil ich finde das immer etwas Gefährliches, wenn Leute alkoholisiert Auto fahren. Und ich finde generell, dass man, wenn man etwas trinkt, dass man dann das Auto einfach nicht mehr anlenkt und das lässt da. Und ja, von dem her habe ich kein Mitleid, weil er hat selber noch gesagt, dass er damit gerechnet hat, dass er fahren muss. Und dann finde ich, ja, ist er einfach das falsche Risiko eingegangen. Und so geht es weiter. Ja, der Puls ist durchaus ein bisschen erhöht. Abschlussprüfungen an der Polizeischule. Würde ich Kragen machen? Häusliche Gewalt? Häusliche Gewalt, ja, das ist super. Schaffen Sie es oder nicht? Das kann eine mega schlechte Note haben, habe ich das Gefühl.